So, Punkt 10 sage ich dennoch, auch wenn wir heute ein paar Sekunden zu spät sind. 10.01 Uhr, Punkt 10.01 Uhr klingt nicht so gut, deswegen Punkt 10. Forex und CFDs täglich, jeden Tag ein Trade. Es grüßt Sie Berlin, es grüßt Sie Admir Markets. Jens Schanowski ist mein Name. Meine Systeme waren heute ein bisschen langsam, bis sie hochgefahren sind. Also es liegt an mir, dass wir ein paar Sekunden später losgelegt haben. Aber ich gebe Gas und werde ganz schnell Ihnen die Proforma-Dinge erzählen, bevor dann gleich der Jochen Schmidt übernehmen darf. Zu Beginn, wie immer. Risikohinweis. Es geht bei Admir Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Hebeleffekt, der Handelssoftware und dem Trading allgemein ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Wir richten uns immer an den selbstentscheidenden Trader. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir wagen in einigen Webinaren einen Marktausblick. Wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Es ist ein allgemeiner Ausblick. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis können Sie, wenn Sie möchten, auf unserer Webseite nachlesen. Hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Insbesondere bei Punkt 10 hier im Webinar, also auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Daytraders zu werfen, zusammen eine Trading-Idee zu entwickeln, wie screent man die Märkte, wie managt man einen Trade und Fragen zu stellen, nicht mehr, nicht weniger. Heute ist Donnerstag, deswegen wird gleich der Jochen Schmidt übernehmen. 5 Tage, 5 Trader, hier tradet Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jeder hat einen anderen Stil, nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Wenn Sie Ihre Zeit erlaubt, seien Sie also auch mal Montag, Dienstags, Mittwochs oder Freitags dabei, dann können Sie den Thomas, Costa, Heiko oder Dirk erleben. Ja, jeder einen anderen Stil, man wird bestimmt nicht dümmer. Wir stehen parat, jeden Tag um 10 Uhr für Sie, für Ihre Trading-Ideen des Tages. Reden ist Gold, wir haben nämlich etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare in der Woche. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, melden Sie sich gerne an. Auch hier auf unserer Webseite finden Sie alles weitere dazu, alle Themen zu Ihrer Wahl. Und ab und zu gibt es auch Specials. Wir sind gerade in der Vorbereitung für die Adventswebinare. Wir machen ja traditionell in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit Spezialthemen. Da werden wir in 1-2 Wochen mehr dazu sagen. Tolle Specials sind in der Vorbereitung. Sie dürfen sich freuen und in 1-2 Wochen wahrscheinlich auf der Webseite dort auch zu finden. Ja, fast schon Vorweihnachtszeit. Es ist der 20.10. Ein paar Wochen ist es aber noch. Aber Sie können auch schon Nikolause und Dominosteine im Supermarkt finden. Ich habe es gestern gesehen. Das ist eine andere Story. Viele spricht für Admir Markets, überzeugen sich selbst. Viele, viele Vorteile sehen Sie eingeblendet. Nicht nur wir sagen, wir sind ein toller Broker, auch brokervergleich.de sagt das. Wir haben letzte Woche wieder einen Award gewonnen. Bester CFD-Broker 2016 und auch bester Forex-Broker. Also Forex- und CFD-Broker, 2 Awards. Von Brokervergleich, vor einigen Monaten hat das auch DKI, Deutsche Kundeninstitut, gesagt, bester CFD-Broker 2016, Admir Markets. Überzeugen sich selbst, viele, viele Vorteile, warum das so sein könnte, sehen Sie eingeblendet. Wenn Sie mit uns 1:1 sprechen möchten, per Telefon, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Berliner Kundenservice für Sie erreichbar oder per E-Mail oder YouTube oder Facebook, viele Kanäle, wie Sie auf uns zukommen können. Das war's von mir und damit sage ich guten Morgen, lieber Jochen, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, auch an dich, sorry, ich war zu spät dran, aber es lag am Computer. Manchmal werden die Systeme langsamer, als man denkt. Leg los, du hast das Wort. Ja, morgen Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ich habe heute ein lockeres Webinar vor mir, denn im Zuge der Handelsvorbereitung, und ich kann Sie immer nur darauf hinweisen, dass Sie bei Admir Markets mal hergehen und sich den Forex-Kalender anschauen, entdecken wir ein Event heute oder eine Nachrichtenlage, die vieles im Vorfeld schon klären kann, ob man unbedingt aktiv sein möchte oder nicht. Wir haben um 13.45 Uhr den EZB-Zinsentscheid. Also eine der Nachrichten schlechthin. Also es gibt so 3, 4 ganz große Teile, die jeden Monat in den Märkten, sag ich mal, veröffentlicht werden, wo es fürchterlich zur Sache gehen kann. Denn hier steht eines in der Luft, wird der Zinssatz verändert von der EZB, ja oder nein? Ich weiß, viele Leute werden jetzt hergehen und genau wissen, ob die das macht oder nicht macht. Ich weiß es nicht, ob die es machen wird. Ich kann nicht ausschließen, dass eine Zinsveränderung kommt. Wenn eine kommt, wird es echt knirschen im Gebälk. Wenn keine kommt und der Zins gleich bleibt, dann wird wahrscheinlich der Markt hin und her springen. Aber im Vorfeld zu dieser Nachricht, auch den ganzen Vormittag über, wenn du Pech hast, dümpelt der Markt vielleicht nur so daher. Also 13.45 Uhr, bitte, bitte merken,
Ich mache mir einen lockeren Vormittag heute. Ich werde erst um 13:45 Uhr da reingucken. Falls da nichts passiert, Achtung, 14.30 Uhr ist die EZB-Pressekonferenz. Alter Erfahrungswert, wenn um 13:45 Uhr nichts passiert, kann es durchaus unangenehm werden bei einer solchen Rede, wenn der Herr Draghi redet oder wie er immer. Der braucht bloß einen Satz sagen und viele haben dann nervöse Finger und dann kann es im Markt nochmal richtig zur Sache gehen. Dann am Nachmittag geht es in den amerikanischen Märkten auch mit Nachrichten weiter, die nicht zu verachten sind. Und zwar ist es der Verkauf bestehender Eigenheime, bestehender Häuser, hier um 16 Uhr. Ja. Also achten Sie bitte auf diese mit roten Punkten markierte Nachrichtenzeiten. Es kann zu Verwerfungen kommen. Also zurück zum Markt, hier zum DAX. Schauen wir es uns einfach mal an. Das Ganze, wie wir es immer wieder analysiert haben, also ich mache mal so, das ist ein Abwärtstrend für mich. Ob der die Korrektur vom Großen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Was allerdings wirklich gut zu sehen ist, wir hatten hier nochmal einen Aufwärtstrend. Achtung, der wurde gebrochen. Gebrochene Trends heißt nicht, dass der nach unten rutschen muss. Stattdessen baut sich hier was Neues auf in Richtung dieser Hochzone, in Richtung der 10.700. Verläuft der Markt gerade. Und wenn wir uns einfach mal auf die Stunde runter beamen, ich habe mir vorhin noch überlegt, ob ich nicht hier einen Long Trade eröffnen soll, ja, weil nochmal, hier haben wir einen Aufwärtstrend drin, was runterkommt, ist nur die Korrektur, der könnte jetzt schön nochmal hochziehen in diesem Bereich zur Tageseröffnung und zum Vortageshoch und vielleicht zur 10.7, also hier liegt ein großer Hochbereich hier oben drin. Es sieht sehr interessant aus, allerdings nochmal, es kann gut sein, die Schwankungen des Marktes sind minimal. Also wenn man hier auf den 15er mal schaut, erkennt man, dass rein die Punktedifferenz, ja, die wir hier drin haben, von der unten 10,648 und hier oben sind wir ja, bei der 10,690 um den Dreh. Also sind gerade mal 50 Punkte, die jetzt hier die ganze Zeit laufen. Die Schwankungen der Kerzen sind sehr, sehr unruhig. Also es kann sich durchaus hochzuckeln. Wäre eine Idee gewesen, da einzusteigen. Ich habe es jetzt einfach verpasst. Auf der anderen Seite, ich sage es ganz offen, mir ist es völlig egal, was der Markt gerade macht. Ich warte auf 13,45, ohne Witz. Übrigens auch, was die Forex-Märkte angeht, also wenn wir uns die mal angucken, oft bewegen die sich stärker bei so Zinsentscheiden, zum Beispiel Euro, US-Dollar. Ich bin zu frei, gehe einfach mal rüber. Man sieht, ne, der Abwärtstrend hier schön verlassen worden. Wir haben abwechselnde Korrekturbewegungszyklen. So, jetzt läuft der Markt nochmal unter dieses Tief. Hier ist nochmal ein Tief. Also ganz interessant, dass sich vielleicht der Abwärtstrend fortsetzen könnte. Und ein recht gutes Handelssignal, wenn man es genau nimmt. So, man sieht ja, genau an diesem Tief darf der Markt gerade nicht durch, macht sein Spielchen, kommt wieder in den oberen Bereich. Man könnte jetzt hier versuchen, nochmal short zu gehen. Ja, wäre eine Idee. Auf der anderen Seite, ich sage ganz offen, wenn du Pech hast, dümpelt der Markt nur hin und her. Kommt drauf an, wie man handelt. Ja, also wenn jetzt Trader der schnellen Sorte unterwegs sind, so wie ich einer bin, im Sinne, ich möchte eine schnelle Entscheidung, ist das nicht mein Markt, deswegen halte ich mich zurück. Wenn jetzt einer auf der Stunde daherkommt und einfach sagt, ja komm, ich lege einen Stop hier hin oder dahin, ich kann es mal leisten, ich gehe jetzt rein, ist eine gute Stelle, kann er das so machen. Aber ich warte auf die Nachricht. So, zurück zu dir, Jens. Ja, wie immer haben wir auch immer neue Teilnehmer im Webinar dabei. Deswegen willkommen bei Admiral Markets. Wir dürfen anders sein, wir dürfen die Ausnahme sein. Sie dürfen sich in jedem Webinar interaktiv beteiligen, Ihre Wunschmärkte, Ihre Fragen, Ihre konstruktive Kritik, alles bitte per Tastatur tippen und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir laut vor und kriegen live im Webinar die Antwort. Wenn wir nicht immer 200, 300, 400 Teilnehmer hätten, würden wir auch gerne den Ton freigeben, aber bei so vielen Teilnehmern wird es immer Hintergrundgeräusche geben, das wäre zu stören, deswegen haben Sie nur Ton zum Hören und sprechen dürfen nur die Moderatoren. Bei uns ist auch immer die konstruktive Kritik erlaubt. Wir hatten in den letzten Tagen auch mal wieder unkonstruktive Kritik bei YouTube. Jeder darf kritisieren, aber bitte immer zivil. Das auch nochmal in die Runde. Alles, was zivil ist, wird auch Kritik bei uns ernst genommen, aber beschimpfen lassen muss sich niemand. Auch das nochmal für alle in die Runde. Ich hoffe, Admiral Markets ist eine Ausnahme. Ich brauche heute vielleicht mal Streicheleinheiten, was auch immer, auch wieder ein anderes Thema, aber ich habe mich persönlich geärgert, kann ich nicht verhehlen. So, der Wunschmarkt ist DAX natürlich. Was ist dein Blick auf den DAX? Ja, DAX haben wir ja eigentlich gerade durchgemacht, aber kurz am Rande, jemand hat geschrieben, stimmt, warum habe ich hier nur zwei rote Punkte drin? Der hat recht, also wenn er drei sieht, das wäre eigentlich die richtige Bewertung. Ich wundere mich auch nochmal, liegt es vielleicht an meiner Filtereinstellung, man kann hier Filter einstellen für den Forex-Kalender, keine Ahnung, aber Gruß an den Klaus, ja, der das angesprochen hat, keine Ahnung, Jens, aber jetzt kriegst du eine Streicheleinheit von mir. Bist der beste Co-Moderator, den man sich noch wünschen kann. Unsere Webinare sind okay, sie sind offen, sie sind ehrlich und viele Leute kommen und lieben es. Und ich habe das auch auf YouTube, dass ab und zu eben Leute dabei sind. Ja, die ziehen einem runter, weil sie auch gar nicht sich fachlich austauschen möchten. Da geht es immer nur um Rechthaberei oder ich weiß nicht, oder schlechte Laune, die sie einfach haben. Und da muss man,
da muss man manchmal die Zähne zusammenbeißen. Und Jens, ich liebe dich, du bist der Beste. So, jetzt streichel einer. Ist noch da? Und wir gehen zum DAX. Alles klar. Okay. DAX, wie schon gesagt, Hammer gemacht. Ne? Ich traue dem Markt nicht über den Weg. Ja, man sieht es hier, ja, dieses Ansteigen aus der Korrektur heraus, der ein guter Trade, guter Ansatz gewesen. Aber genau das, was jetzt gerade eben passiert, lässt mich schmunzeln. Er hält halt nicht. Ja. Der Markt geht hoch, dann dümpelt er wieder runter. Wenn du Pech hast, bricht er die Linie und dann geht das Spiel her weiter. Und ich weiß, viele Trader sagen, ja, mach doch einfach Trades, so wie im letzten Webinar. Da haben wir mehr Trades gemacht. Das lief richtig klasse. Klar kann man da aktiver sein. Aber ganz ehrlich, wir wollen ehrlich sein und offen sein. Ich sehe es nicht ein, den Vormittag, sage ich mal, im Zuckelmarkt mich totschlagen zu lassen, wenn der Markt das Rennen beginnt und ich nicht dabei bin jetzt, weil ich sage, ich mache Pause bis zur Nachricht. Ja, dann mag das ärgerlich sein, es entgeht einem was, aber mal ganz ehrlich, die Börse hat doch morgen auch noch auf. Und nach 13.45 Uhr hat sie auch noch auf. Also von dem her gesehen, Geduld und Sie haben vielleicht einen besseren Markt nach den Nachrichten als im Moment. Ja, ist jetzt meine persönliche Empfindung. Jens, wenn es noch einen anderen Wunschmarkt gibt, DAX haben wir besprochen. Ja, also in der Euro, Japanisch, ja. Yen ist gewünscht, bitte. Euro, JPY. Euro, japanische, okay. Moment, den suche ich ganz kurz. Hab ihn gleich. Da ist er auch schon. Kurze Frage an die versammelte Zuhörerschaft oder ans Publikum. Wird jemand die Nachrichten handeln? Um 13.45 gibt es News-Trader hier, die das sich antun wollen. Mal kurz Ja oder Nein reinschreiben, dann weiß ich so ungefähr, wie das Publikum gewichtet ist. Ja. Okay. Die meisten sagen Nein. Okay, ja. Alles klar, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Uiuiui. Ja. Doch, also es ist ein Schwerpunkt, da dass viele die Finger raushalten. Und ich sage nochmal, News Trading kann man machen, aber man muss wirklich wissen, was man tut. Und man muss auch mit kräftigeren Verlusten wie sonst rechnen. Das muss alles eben zusammenpassen, dass man die News angeht. Ja. Und deswegen die Füße stillhalten ist nie ein Fehler. Ihr wisst, ich freue mich auch darüber, dass das Publikum das immer richtig einordnen kann. Diese Passivität, ja, die widerspricht natürlich dem Zaubern, was ein Daytrader im kurzfristigen Bereich oft zeigen kann. Allerdings nochmal für den privaten Gebrauch, wenn es darum geht, das Konto hochzuziehen, beständig zu handeln, sauber zu handeln, ist das Warten einer der Hauptpart, auch auf dem kurzfristigen Handel. Okay, wir sind im Euro-Japanischen Yen und wir sehen einen Abwärtstrend seit langer Zeit. Ich bleibe jetzt einfach mal hier auf dem Daily, mal richtig runtergerauscht. Es kommt ein Aufwärtstrend rein, eigentlich ein Gegensignal. Ja. Wie man es jetzt bewertet, ist eine andere Geschichte. Der Markt zieht nochmal runter, will den Abwärtstrend nach unten drücken, schafft aber kein tieferes Tief zu machen. Zieht hoch, schafft kein höheres Hoch zu machen. Zieht runter, oh, macht minimal ein kleineres Tief, zieht wieder hoch. Also man merkt, hier ist ein Aufbau im Gange, der entweder den Abwärtstrend nach unten durchdrücken kann, und das wäre das perfekte Signal. Ja, also nochmal, man hätte hier wie eine Trendverschachtelung mit einer ganzen Batterie von Tiefs. Das, also markttechnisch ist es top. Was mich stört, mal wieder, ist das Alter, also die Fortgeschrittenheit des Trendes. Deswegen, hier unten kann es auch passieren, wenn der Markt richtig nach oben zieht und diese Hochzone durchbricht, dass der wechselt. Also Vorsicht, wenn man Short gehen will, ist nichts falsch. Also wirklich kann man keinen fachlichen Fehler vorwerfen. Wenn er durchrutscht, wunderbar. Aber wenn der Markt nicht rutscht, wenn er beginnt, starke Käufe zu entwickeln, Vorsicht, ja, ich würde mein Risiko sehr, sehr schnell begrenzen, sehr, sehr schnell rausgehen, wenn der nicht den Abwärtstrend zügig durch die Tiefs fortführt. Und wenn wir jetzt mal runtergehen, kurz auf die Stunde, lass mich mal sehen. Also der Abwärtstrend ist immer noch intakt, ne? Man sieht es hier. Der darf sich noch ein bisschen nach hochwurschteln. Ich würde interessiert sein, was er hier in diesem Bereich macht. Also wenn er nochmal dreht, wäre es definitiv ein guter Einstieg aus der Korrektur. Und falls der Markt einfach beginnt durchzuziehen, nochmal Vorsicht mit Short gehen, dann eher in den Abwartemodus. Sobald er beginnt, die Hochs zu rasieren, und das mit Karacho, könnte man über einen Wechsel nachdenken. Risikofreudige Trader, schnell entscheidende Trader oder aggressive Trader würden wahrscheinlich dann in diesem Moment ihr Standbein wechseln. Aber im Moment ist ja alles noch auf der Short-Seite. Die Frage ist nur, wie komme ich am besten rein im Sinne vom Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist meine Meinung zu diesem Markt. Ich gehe nach Berlin. Und auch der Dow Jones ist gefragt von den Teilnehmern. Bitte einen Blick auf den Daumen. Alles klar. Ja, und ja, schaut es euch an. Gell. Also, ich schreibe ja jeden Freitag eine Dow-Analyse.
für Admiral Markets und in letzter Zeit denke ich jetzt, aber ich die Analyse schreiben will, denke ich, oh, was soll ich denn hier schreiben? Um Gottes Willen, Jesus Maria, was ist das hier? Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben weit gelaufenen, ewig gelaufenen Aufwärtstrend, der auch immer wieder gigantisch tolle Schübe hinlegt, trotz seines Alters. Auch eine klassische Eigenschaft von Trends, wenn man sie genau anguckt. So, hier machen wir nochmal ein höheres Hoch und jetzt passiert Folgendes. Wir machen einen Abwärtstrend, wir brechen zumindest den Trend, je nachdem, wie man was sehen möchte. Es ist für mich immer noch korrektiv. Also die Chance, dass der Markt weiterzieht, ist da, nach wie vor. Allerdings, wenn wir rein von der Definition uns die Sache anschauen, haben wir einen Abwärtstrend, ganz klar. Wenn ich jetzt beginne, hier drin noch zu sagen, guck mal, hier habe ich doch einen Aufwärtstrend, ach schau mal, das kann ich zwar machen, aber wie der ganze Markt hier verläuft, möchte ich mit Trends in diesem Bereich gar nicht mehr anfangen. Also es ist ein in die Seite laufender Markt, der durchaus Schwankungen hat, die man traden kann, wie im letzten Live-Trading-Webinar, das war recht gut im Dow, haben sehr schön Trade gemacht, mal wieder oder endlich mal wieder. So, aber ganz ehrlich, hier drin ist ein Riesenrisiko, vor allem jetzt, wie der Markt aussieht. Also sage ich, ich handle die Korrektur, den Abwärtstrend, hätte ich jetzt hier eigentlich eine gute Einstiegschance, ja, dass der nochmal runterzieht. Wäre eine interessante Stelle. Allerdings durch diese Seitwärtsphase, durch dieses in die Breite gehen, durch dieses unruhig werden und teilweise auch immer dünner werden, kann es da passieren, dass der Markt einfach wieder innerhalb des Bereiches hin und her schwankt. Also es ist hier eindeutig, wenn man es mal so zeichnen möchte, wir haben eine Range oder der eine oder andere wird sagen, Innenstäbe, ja, könnte man vielleicht auch so betiteln. Also kein ideales Umfeld zum Handeln, schlichtweg. Also meine Meinung, so, wenn wir runtergehen auf die Stunde, wir erkennen untergeordnet, sind Trends da. Ganz klar, hier Aufwärtstrend, wird aber auch angeknackst. Schaut mal, Abwärtstrend geht wieder hoch, ja, so korrigiert, macht einen schönen Aufwärtstrend hier, gar nicht mal so schlecht gestaltet, könnte durchaus hier weitergehen, ja. Wenn das nur die Korrektur ist. Ihr habt gerade gehört, wie ich gesagt habe, oh, jetzt wäre eine ideale Stelle, um Short zu gehen. So, ich habe aber immer noch einen intakten Aufwärtstrend gegen mich. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich würde die Füße stillhalten. Jetzt gar nicht wegen der EZB, sondern wenn ich das ganze Ding so anschaue, würde ich eh warten wollen, bis der Markt eröffnet, also 15.30 Uhr dann, nach europäischer Zeit, und hoffen, was weiß ich, dass die Korrektur weiter dümpelt, entweder bricht er den Trend, okay, dann hätten wir vielleicht einen Ansatz, würde ich dieses Short-Szenario aus der Range heraus unbedingt handeln zu müssen, wenn wir es dann wollen, oder er unterschreitet nicht das Tief und beginnt wieder zu steigen. Das wären so meine Ideen für den Dow, aber auch die sind heute mit Abwarten verbunden. Ja. Geht zurück zu dir, Jens. Und der S&P 500, ein weiterer US-Index ist ein Thema. Mhm. Wie siehst du den S&P 500 auf D1, fragt ein Teilnehmer, im Zusammenhang mit der Entwicklung auf H1, also S&P D1 auf H1? Okay. Richtige Fachfragen hier. Wow. Ja, also wir haben fast ein ähnliches Bild. Also fast ein identisches Bild wie der Dow. Ja. Kleine Abweichungen sind da. Also die gleiche Lage wie gerade eben besprochen. Nochmal, der Markt hat eine andere Wertigkeit. Der S&P, ganz klar. Er verläuft auch in einer anderen Geschwindigkeit wie der Dow. Aber von der Ausbildung, also von der Ausformung rein, von der Optik und die meisten wissen markttechnisch, also markttechnisches Trading gefällt mir so, weil es rein über diese optische Ausformung geht. Ich bin halt einer, der gerne in Bildern denkt. Und da haben wir eben das Problem schlechthin, wenn ich hier diesen Aufwärtstrend nehme auf H1 oder den sogar so betrachte, haben wir hier schon die Möglichkeit, dass der Markt vielleicht doch rüber geht. Also sprich, hätten wir die Fortsetzung eines Aufwärtstrendes, durch dieses ganze Gebilde, was darüber liegt, ja, wäre es interessant zu gucken, sind denn irgendwelche besonderen Hochbereiche in der Nähe? Ja, die liegen halt auch schon ein Stück weg. Ja. Also er muss sich mehr oder weniger hier durchwursteln durch diesen Bereich. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, dass man versucht, in die Long-Richtung zu gehen. Auf der anderen Seite, wir haben das gleiche Bild wie im Dow. Wenn ich jetzt beherzt Long gehe, kann das gut gehen, alles okay, nur bitte nicht verwundert sein, wenn der Markt vielleicht kurz nur rennt und dann massiv wieder nach unten gedrückt wird. Für mich ist das kein Trendwechsel im Moment. Ich weiß, viele werden sagen, wieso denn nicht? Wir haben doch hier Aufwärts, aber es ist kein Trendwechsel. Über die Trendgrößenbetrachtung und dergleichen ist es für mich keiner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob es so kommt oder nicht, weiß ich nicht. Ihr wisst, ne? Also es kann gut sein, der Markt marschiert wunderschön durch. Man muss das Risiko begrenzen. Aber nochmal, diese Stelle ist für mich prädestiniert, dass die Gewinne oftmals nicht halten. Also wenn man es long geht, dass der wirklich in sich zusammenfällt, das wäre so ein klassischer Verlauf. Ob der kommt, weiß ich nicht, aber in meinem Kopf habe ich halt das im Hinterkopf drinne, dass ich also immer von der Gesamtlage aus
hier Relationen bilden möchte. Und deswegen, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten von dem Fragesteller. Also untergeordnet H1, schöner Aufwärtstrend eigentlich, übergeordnet Bockmist, Korrekturabwärtstrend. Also wir haben gegensätzliche Trendlagen. Ja. Okay, zurück zu dir, Jens. Eine Zwischenfrage oder Nachfrage. Wie ist das gemeint mit der anderen Wertigkeit und Geschwindigkeit im S&P? Ja gut, es ist so, schaut mal, ihr müsst ja schon gucken, die Märkte oder die Aktienindizes oder generell haben ja Wertigkeiten. Also sprich, der DAX ist ein Markt, der einen Punktestand von um die 10.000 bis 11.000 hat. Ja. Der Dow ist ein Markt, der einen Punktestand von 18.000 hat. Der S&P ist ein Markt, der einen Punktestand, wo ist er, hier von 2.000 Punkten hat. Das sind ja Unterschiede. Also daraus lassen sich einige Unterschiede ableiten. A, zum einen die Wertigkeit pro Punkt ist auch, muss man genau gucken, wie preist der CFD Broker oder die Futures sind ja auch unterschiedlich gepreist. Und in der Regel hochwertige Märkte, also der Dow und DAX sind hochwertige Märkte. Also ein Kontrakt kostet ja das 5- bis 9-fache wie vom S&P. Also jetzt rein von der Wertigkeit betrachtet, ja. Das sind andere Verlaufsformen dahinter, andere Geschwindigkeiten dahinter. Also der S&P ist zum Beispiel jetzt kein Markt, den ich für den Intraday-Handel nehme. Oder wo ich jetzt auf einen 5-Minuten-Chart daherkomme, ja, dafür läuft das viel zu behäbig. Ich kann nicht hierher gehen und zum Beispiel Scalp-Trading machen wollen. Es gibt ein paar Punkte, wo man es machen kann, aber eigentlich ist das kein Markt, zumindest aus meiner Sicht, so wie er sich hier jetzt präsentiert, dass ich den also für super kurzfristige Trades nutzen möchte. Bestes Beispiel, ich gehe mal kurz auf die Stunde, so, schauen wir es uns mal an. Also, wir haben hier eine Differenz drin, wenn ich von hier oben herkomme, zu 1,50. Hier unten ist 2,143, das sind 7 Punkte. Ja, in 1, 2, 3, 4, 5 Stunden. 5 Stunden, 7 Punkte. So, was willst du denn da jetzt auf dem 5-Minuten-Markt machen? 5-Minuten-Chart machen? Wenn wir im Dow mal hingucken, haben wir in der gleichen Zeit einen Unterschied von 8,258 bis 8,28, also das sind 50 Punkte. Also auf solche Dinge müsst ihr achten, ja, also ganz klar. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs beantworten. Übrigens, solche Fragen, das sind gute Fragen, das sind ja recht rudimentäre Grundwissensfragen. Solche Dinge besprechen wir auch zum Beispiel, natürlich, ihr könnt es euch alle schon wieder denken, in meinem Seminar am 29. Oktober. Und wie man davon ableitet, was man machen kann, was man nicht machen kann und nicht machen soll, das sind all die Dinge, die zum Grundwissen dazugehören. Okay, ich gebe zurück zum Jens. Ja, wir sind für heute am Ende, aber es gibt weitere Webinare, zum Beispiel heute um 15 Uhr, Handeln mit Strategie. Ganz neue Webinarreihe, seit 5-6 Wochen haben wir das. Da stellen meine Kollegen Georg und Aaron Woche für Woche einen speziellen Indikator vor. Also alle Freunde von MetaTrader 4, die Indikatoren-Trading mögen, mal reinschauen. Wer es zeitlich nicht schafft um 15 Uhr, wenig später als Aufzeichnung auf YouTube. Aber alle Webinare, die Sie hier kennen und sehen, können Sie hier finden. Den Jochen können Sie wieder schon am Donnerstag hören. Letzte Woche gab es ein technisches Problem, da mussten wir es ausfallen lassen. Deswegen jetzt kommenden Sonntag 20.30 Uhr die Marktvorbereitung auf den Handelswoche mit Jochen Schmidt. Grüße aus Berlin, tschüss, bye bye. Ich hoffe, Sie sind beim Kollegen um 15 Uhr heute dabei, wenn es um Indikatoren geht. Ansonsten morgen Punkt 10, Volks- und CFDs täglich, neue Chance, neues Glück. Vielen, vielen Dank, dass viele, viele gesagt haben, super Webinare. Ich brauchte heute ein paar Streicheleinheiten, ich habe sie bekommen. Vielen, vielen Dank. Grüße aus Berlin, bis bald. Schlusswort vom Jochen. Ja, danke Jens. Und nochmal, die Streicheleinheiten hast du dir auch verdient. Ist jetzt kein Geschleime, ich meine es wirklich so. Liebe Traderinnen, liebe Trader, danke. Also wir haben sehr, sehr nette, sehr höfliche, sehr lustige Resonanz hier drin im Fragenbereich. Ich will Sie nochmal daran erinnern, es gibt bei der Börse, wenn Sie im Trading sind, gibt es 3 Zustände. Sie können long sein, Sie können short sein oder Sie können flat sein. Flat zu sein, also nicht im Markt aktiv zu sein, in einem Abwartemodus zu sein, ist keine Schande, ist kein Versäumnis, sondern ein fester Bestandteil der Positionierung. Viele Leute übersehen das, ja. Achten Sie darauf, mein Handelsstil muss nicht Ihrer sein, wenn ich heute Vormittag nichts mache und der Markt beginnt zu rennen, ja, kann mir was entgehen, aber ich sage es immer wieder dazu, seit ich meine Trade-Frequenz zurückgefahren habe, vor einiger Zeit habe ich damit begonnen, muss ich sagen, ist mein Trading von der Qualität her zehnmal besser geworden und das sieht man dann auch an den Ergebnissen, die man im Monat oder je nachdem, in welchen Zeitraumen Sie rechnen hat. In diesem Sinn, viel Geduld wünsche ich Ihnen, viel Erfolg im Markt, halten Sie die Füße still. Wenn die Nachricht durch den Markt gepresst wurde, dann kann man immer noch gucken, ob es gute Einstiegsmöglichkeiten gibt und oft genug hat man da ganz hervorragende Einstiegsmöglichkeiten, wenn Sie Ihr Fach beherrschen. In diesem Sinn, bis Sonntagabend 20.30 Uhr, machen Sie es gut, Ihr Jochen Schmidt. Tschüss.